Ach, Basi, wow. Wunderbar bist du da. Ich freue mich. Du mal eine Begrüßung? Ja, ich bin wirklich zwischen jetzt meinen liebsten Menschen. Was ich jetzt nein, deine Mutter hat mich vorher adoptieren. Dominik, ich sehe nicht. Geh mal ein bisschen zur Seite. Ja, das wird ein Problem für die Kameras. Ich bin wegen ihr eigentlich. Also. Du hast gar nicht gewusst, dass sie kommt. Hast du gewusst, dass sie kommt? Ja, sicher. Wir telefonieren schon die ganze Woche. Mami, jetzt ganz ehrlich, bin ich der Sohn von Basi? Unter uns? Nein, lass mal los. Basi ist mein Stiefsohn. Ja. Gell, Basi? Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Basi, darf ich auch mal eine Frage stellen? Oder ist ja, sicher. Man kann wirklich von der Musik halten, was man will. Bei mir jetzt? Basi. Ja, auf jeden Fall. Also, nein, das ist so. Es, ist wirklich, es fällt mir auf, die Diskrepanz. Weißt du, wenn ich sage, hey, der Basi kommt zu mir in die Sendung, dann sagt sie, hey, hey, der Basi ist im Fall voll sympathisch. Und dann denke ich so bei mir, wieso denn nicht? Ja? Ja. Und gleich irgendwie. Ich weiß, wenige, was du die deine Musik hören, ich kenne wenige, die deine Musik hören. Ich kenne auch niemanden. Außer du, ich habe gesehen. Ja, richtig. Das ist schön, dass du mir den Link da unten gibst zu dieser CD. Das ist eine CD, wo wir heute. Ja, mach sie auf! Wo wir heute im Brocken gefunden haben. Ja, schau, die Zeiten haben sich geändert. Nein, das ist deine aktuelle CD. Ja, die ist auch schon ein Jahr alt. Ja. Genau. Kommt etwas Neues für dich? Du musst nicht so zittern. Ja, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt. Ja. Kommt etwas Neues? Ja, ich bin am Schreiben, ich bin am Machen. Ich bringe ein kleines Buch raus. Nein, sag ich. Nein, aber jetzt bin ich total aus dem Konzept rausgefallen. Das war ein Witz. Nein, es ist ja immer jedes Jahr das gleiche Spiel. Ja. Mal in einer. Was, Basi? Ja, hat er einen Hund? Nö. Also früher hatte ich einen, ja. Nein, ich wollte nur fragen. Aber wieso? Ja, sonst wären wir mal. Spazieren gegangen. Ja. Ja, logisch. Für das bist du bekannt. Finn. Das heißt Finn. Basi? Der Schmusesänger. Und gleich wissen wir oder weiss ich aus Quellen, dass du auch ganz eine andere Seite hast. Wir haben hier ein geheimes Video zugesteckt bekommen von einem Freund von dir, der gesagt hat, zeig dir mal, das war noch mit dem Auftritt, der Basi, schau mal. Bam! Aber das nochmal wird Bam! Schau mal, die unglaubliche Destruktivität, die du hier. Darf ich etwas sagen? Ja, darf ich mir, das ist ja wie. Basi, ehrlich? Nein, eben, jetzt hast du ein völlig schlechtes Licht von mir. Ja. Das war nicht nach einem Comedy-Auftritt. Also, und du hast Comedy gemacht? Ich habe Comedy gemacht. Das ist der Mutzenbecher dort hinten. Das ist auch, der kommt langsam, oder? Den kennt man schon ein bisschen. Und der hat dann oben in Basel organisiert, eben mit Comedians. Aber er hat auch mich eingeladen, oder? Den Glattisierer. Er hat gesagt, hey, komm, Basi, komm. Voll geil, du kannst das. Und ich habe gesagt, geil, ja, habe ich noch nie gemacht, finde ich geil. Dann hatte ich auch so Ghostwriters, oder? Leute, die einem Sketchen aufschreiben, wie du ja auch hast, oder? Das kommt ja nicht von dir in diesem Sinn. Das heisst, habe ich vorher erfahren. Das ist voll. Ja, nein, das ist eigentlich ein abgekartetes Spiel und auch irgendwie so nicht authentisch. Also, ja, ja wird, ich schreibe all die Lieder sind von mir. Ja, man merkt es. Nein, und dann will ich noch sagen. Dann habe ich 10 Witze bekommen, die ich mir so vortrage und niemand hat gelacht. Und wegen dem war ich natürlich ein bisschen hässig und die Emotionen sind mit durchgegangen. Okay. Ich meine, ich habe keine Witze erfinden, das kann ich nicht. Das kannst du ja nicht einmal du. Also, ja. Also. Nein, schau, Basi, wenn du jetzt eine offene Konfrontation hast, können wir natürlich machen. Nein, wir werden wirklich friedlich miteinander bleiben, dass wir wirklich. Ich finde das cool. Wir könnten Brüder sein, nicht? Ja, das merke ich schon. Ja. Wir sind Brüder, oder? Ja. Gibst du dazu? Ja, eben, seid ihr ja. Weil ich bin vorne oben gestanden, habe hier abgeschaut auf die Bühne und habe gesehen, wie du actest mit der Kamera und reinschauen. Weil mein grösster Fehler ist immer, ich bin immer viel zu schüchtern, ich kann den Leuten nicht in die Augen schauen. Weißt du, so. Oder beim Interview. Früher habe ich immer so gemacht, ja, nein, ist mega, wie es läuft, cool. Und weißt du, hier bin ich da, oder? Ich kann, glaube viel mehr von dir lernen als du von mir. Du kannst Holz anlegen. Du bist auf dem richtigen Weg.